Er gehört heute mal zu den Bösen. Fabian Schroppe macht sich bereit. Der Eurofighter-Pilot zieht gleich in einen simulierten Luftkampf. Normalerweise fliegt er im norddeutschen Rostock-Lage. Jetzt startet er in einem Team mit Flugzeugen aus Spanien, Australien und den Philippinen. Wir haben auch viele Nationen hier, die nicht in der NATO sind. Wir haben natürlich auch Sprachbarrieren zum Teil. Und das alles in der Kürze der Zeit so abzustimmen, dass hinterher dieser Gameplan, den wir entwickelt haben für diese Mission, aufgeht, das ist die große Herausforderung. Da freue ich mich jetzt. Noch nie haben so viele Nationen an diesem Manöver in Darwin teilgenommen. Bis zu 50 Flugzeuge sind gleichzeitig in der Luft. Teilweise im Tiefflug über dem australischen Outback oder über dem Pazifik. Bedingungen, unter denen Fabian Schroppe im dicht besiedelten Deutschland nicht trainieren könnte. Die Übungsszenarien sind ausgedacht. Die Piloten versuchen sich abzuschießen. Jeder Treffer wird nur elektronisch registriert. Aber immer mehr Staaten in Asien befürchten, die Lage kann auch ernst werden. Gastgeber Australien sieht in der Manöverteilnahme von Verbündeten wie Deutschland einen Beitrag für mehr Sicherheit in der Region. Wir wünschen uns in dieser Region Stabilität, Frieden und Wachstum. Das kann kein Land allein erreichen. Uns geht es deshalb nicht nur um bilaterale Beziehungen, sondern wir müssen Allianzen bilden. Insbesondere China macht sich nach Ansicht des Westens militärisch zu breit in der Region, rund um Taiwan und im südchinesischen Meer. Gleichzeitig pflegt Peking gute Beziehungen zu Russland. Darum hänge wiederum die Sicherheit Deutschlands auch von der Stabilität im Indopazifik ab, meint der Chef der deutschen Luftwaffe bei seinem heutigen Besuch in Japan. Wenn man die Japaner sieht oder auch Australien, sie unterstützen die Ukraine mit finanziellen Mitteln, teilweise sogar Australien mit Waffenlieferungen. Also man kann sehen, dass das eine nicht vom anderen zu trennen ist. Und so ist es auch wichtig und richtig, dass wir hier an der Seite unserer Partner Übungen fliegen. Die Eurofighter starten nicht weit entfernt von wichtigen Handelsrouten im Pazifik. Von denen ist Europa abhängig. Für Sicherheitsexperten nur logisch, dass Deutschland mehr Verantwortung übernimmt. Man kann sich eben nicht mehr wie früher darauf zurückziehen, dass andere Länder, also die in der Region sind und auch die USA, eben die Sicherheit in der Region bereitstellen, sondern man muss sich eben jetzt auch stärker in der Region selbst engagieren. Die Sicherheit Deutschlands im Indopazifik verteidigen, darüber macht sich Fabian Schroppe während des Fluges keine Gedanken. Wer in der Übung gerade gewonnen hat, müssen sie jetzt auswerten. Fest steht, beim nächsten Mal ist er wieder im Team der Guten.